Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Overlord Racing Hell. Ich bin euer Dwanky Monkey. Und letzten Part haben wir die Arcanium-Schmiedeofen geborgen. Wir haben 1000 Bauern umgebracht. Und wir haben ungefähr 1500 Schergen in meine neue Rüstung und Waffe reingeschmissen. Jetzt brauchen wir nur noch neuen Helm. Aber darauf kann ich warten. Auf jeden Fall haben wir schon richtige, gruselig aussehende Hörner am Rücken. Wir sind auch 100%ig verdappert. Wie gesagt, wir haben letzten Part 1000 Bauern geknackt. Und jetzt stürmen wir Goldes Festung. Da hinten können sie rauf. Wo können sie denn runter? Ach, hier unten wahrscheinlich, oder? Nee. Doch, doch, doch. Von hier aus können sie runter. Jetzt stürmen wir Goldes Feste. Wird sicherlich epischer Kampf. Aber es wird auch nicht zu schwer. Denn unsere Roten werden uns schon beschützen. Die Braunen setze ich nur im Notfall ein. Wenn er jetzt zum Feuerzweig rauskommt, ne? Ja, sowas kann man bekämpfen. Ich wünsche euch viel Spaß. Feuer frei. So, und wir gehen dann natürlich auch mal mit in die Schlacht. Juhu, Zwerge, jemand da? Was für eine blöde Frage. Feuer frei, ich gebe euch die Erlaubnis. Knallt den ab. So. Nein. Wir kämpfen natürlich mit. Wir haben ja neue Rüstung. Auf ihn. Oha, was soll das denn werden? Du Wahnsinniger. Nee, der hat jetzt gerade eine Scherge. Ja, für dich. Ja, für dich. Wir holen mal einen Braun zurück. Ach wohl, das ist so blödsinnig. Warum so rufen wir jetzt einen Braun zurück? Da hinten steht wieder Bomberman. Da hinten ist wieder so Bomberman. Ah, wisst ihr was? Bomberman. Wir haben einen neuen Zauber. Ich muss ihn nur richtig anvisieren. Ich muss Bomberman anvisieren. Bomberman, nicht du, nicht du, nicht du. Nicht das, nicht das, nicht das. Nein, 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 nein. Komm schon. Visier doch Bomberman an. Nein, nicht das, nicht das, nicht das, nicht das. Nicht. Nein, da habe ich doch den. So viel einfacher gehen. Jetzt habe ich ihn. Na, ja, funktioniert aber auch nicht so richtig. Nein. Weg da! Weg da! Was haben wir da verloren? Einen roten? Nein! Nein, 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 heb die auf. Heb den auf. Löst du das mal? Wow. Oh nee. Oh nee. Verdammt. Mann, was war denn der hier? Rote. Blockiert den mal den Weg. Oh, hi. Fuck. Fuck. Uah. Geht weg. Geht weg, meine Roten. Und alle anderen. Oh, was waren wir wieder verloren? Hebt mir den mal wieder auf. Der Feuerzweig ist ja echt ungünstig. Wir haben... Oh, ist jetzt egal. Unsere Roten sind sowieso stark. Stärker als alles andere. So. Nein. Boah, du Arsch. Ah,
Verdammt, ich habe hier so verkackt viele verloren. Boah, das könnte ich, könnte wieder kotzen hier. Wo ist der eigentlich verkackte Zwerg? Die werden gerade. Boah, die Zwerge, die kamen so ungünstig gerade in dem Moment. Nein, nein, voll. So, spüre den Zorn meiner Keule. Oh, das ist so ätzend hier. So, stirb. So, nimmt man die Goldkiste damit. Und alles andere. Oh, ist das ätzend. Was wir da wieder verloren haben. Das ist doch... Das ist eine Frechheit. Könnt ihr wenigstens was aufsammeln? Ja, ja. Wir holen erstmal neue Schergen. Neuen Vorrat. Das kannst du doch nicht gelten lassen. Da ist halt die Action-Musik weg. Boah, das kann man doch nicht gelten lassen. Ja, was sie wieder hier an Einheiten verloren haben. Grauenhaft. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Wir haben blau verloren. Nee. Okay. Jetzt haben wir wenigstens etwas Gold. Ja, beinahe 1000. Uns fehlt noch 2000. Für die Kopfschmuck. Bomberman. Nein, 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 nein. Da gehen wir lieber selber in die Schlacht. So. Lieber so. Okay. Braune, zerstört mir die ganzen Kisten. Ich zähle auf euch. Da könnt ihr doch bestimmt alles aufheben. Ah. Oh, das ist immer so tödlich, was sie hier machen. Die roten und Sprengfässer. Das ist so dämlich. Ich finde das schon cool, dass sie sowas kaputt machen können, aber das ist so ein bisschen nachhaltig für uns. Na, wo sind denn die Zwerge? Haben wir sie schon alle weggehauen oder wie? Das kann doch nicht sein. Goldo, deine Festung ist echt schlecht bewacht. Die haben zwar... Oh, die haben, glaube ich, so viele Schergen geplatt. Sau viele platt gemacht, aber ein bisschen so schwach um die Wurst sind die schon irgendwie, die Zwerge. Die Schergen, die aus der Muttergöttinnenstatue entkommen konnten, suchen noch immer ein Turmportal her. Okay. Dann lass sie mal suchen. Wir sind noch beschäftigt. Noch ist uns die Beschäftigung nicht ausgegangen. Oha, wo kommen die denn her? Wo kommen diese Zwerge denn her? Wo habe ich die denn übersehen? Naja. Warum nicht? Gibt es hier irgendwie Rüstungen oder? Nee. Aber es sieht eigentlich recht schön aus. Dieser Fels da und dann noch. Das geht eigentlich. Oha, unsere Rüstung ganz schön stark. Bam, 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 bam. Ist das eklig. So einer ist da unten. Wieder eines dieser verkackten Armbrustschützen. So, wartet mal hier alle. Der Overlord übernimmt den. Das macht doch der Papa. Ja, das macht doch der Papa. Okay. Aha, die kann ich eigentlich auch vernichten. Wir testen mal unsere neue Rüstung. Oha. Jetzt haben wir Spaß. Ja gut, sie machen zwar immer noch Schaden, aber nicht mehr so extrem viel. Oha. Hi. Sonst noch jemand? Denn da, das sind wieder Bier. Der eine ist schon besoffen. Der Flammenwerfer macht mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr Sorgen. Denn das ist wahrscheinlich der einzige Scherenkiller, der alle auf einmal verbrutzeln kann. Wahrscheinlich sogar die Roten irgendwie. In irgendeinem Universum verbrennt er schon die Rote. Boah, unsere Waffe ist so geil. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber unsere neue Waffe. Heftig. Ein heftiger Shit ist das. Hi. Moment mal. So. Ähm.
Ich brauche mal 3 rote. Alle! Vor allem können wir erstmal runter. So. Neu formieren. Und Deckung. Einmal verlangsamen bitte. So. Jetzt können wir wenigstens schön einkloppen, während der in Zeitlupe reagieren kann. Jetzt schreit er sich ganz langsam schnell hin und er explodiert. Nicht trinken, mein Freund. Der macht am besten gar nichts. Finde ich auch gut. Und Ade, mein Freund. Ich sagte Ade, my friend. Ade. Ade? Ah, danke. Er will jetzt alle. Ja, kommt alle mal mit. So, wir haben jetzt wohl Goldes Festung gestürmt. Sehr beeindruckend. Ich bin sehr beeindruckt. Sehr beeindruckt von Goldes Festung. Man sah schon diese Gewalttätigkeit hier. Also das hätte man unmöglich schaffen können. Das ist eine unmachbare Aufgabe. Und die freuen sich alle über ihren neuen Kopfschmuck. Okay. Königliche Hallen. Mal schauen. Sieht so aus, als ob der Bergbau diesem Ort nicht so gut getan hätte. Oh. Vorsicht, Herr! Ich wollte doch nicht unter Steinen und Zwergen klein begraben werden. Oh. Sprengfässer und Flammenwerfern. Oh, das sieht man. Ich werde jetzt mal was ausprobieren. Rein theoretisch, wenn wir schnell genug sind, dürften wir das alles überleben. Juhu, feuriger Zwerg. Ja. Wir müssen das da... So, der erste ist tot. Nee. Man hätte zumindest träumen können. Nein. Nein. Na. Achso, der ist tot. Warte mal. Es funktioniert zumindest ganz gut. Ja, das war jetzt blöd. So, dann müssen wir die anderen zwei da. Ne, Mist, geht nicht. So, spreng dich mal in die Luft. Funktioniert auch nicht so recht. So weit kommt er nicht. Du kannst mir nicht erzählen, dass er so weit kommt. Oha. Aber ich finde es gut, dass hier überall Sprengfässer sind. Das vereinfacht die Sache ein bisschen. Oh. Feuer, 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 Feuer. So weit kann er nun wirklich nicht schießen. Übertreib jetzt mal nicht, mein Freund. So. Ja, der da ist jetzt wohl kein Problem hier. Oh oh. Na, das will ich aber trotzdem mal einsammeln. Zack, zack, zack. Da hinten ist eine Goldkiste, habe ich gerade in meinem Augenwinkel gesehen. So, mein Freund. Nein. Pfui. Pfui. Oh, die sind aber wirklich viel einfacher, wenn man sie einzeln auseinander nimmt. Vor allem, wenn ich sie auseinander nehme. So, mein Freund, explodier mal. Oh nein, ich explodiere. Oh.
Ach so. Zwei von euch kommen auch nochmal raus. Ja, warum nicht? Ich habe Zeit für euch. Also ich kann das... Ich habe keinen Termin für euch. Verdammt! Mist! Das wurde ja automatisch gespeichert. Verdammt! So sollte das nicht ablaufen. So sollte das nicht ablaufen. Oh, Mist. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass die Schergen jetzt auf einmal vor meiner Nase stehen. Ich habe sie doch extra hinten hin platziert, damit das nicht passiert. Ja, wir müssen mal schauen. So, der kommt ein bisschen näher. Mal bitte auf die Fässer, ja. Oh, warte mal, den da hinten kann ich doch auch irgendwie brutzeln. Und ja. Wenigstens haben wir wenigstens ein riesiges Dutzend von Leben weggehauen. Nein. Lässt du, nein, nein, pfui, pfui. Bei dem da irgendwie Sprengsatz? Nee. So, den müssen wir... Oh, wieso haben wir so wenig Mana? Oh. Geht das durch ihn hindurch? Ja, irgendwie geht das schon durch ihn hindurch. Wow, wir haben ganz schön viel Leben verloren. Boah, wow, wir zu zweit sind ja wirklich ekelhaft. Wir hätten nicht diesen Feuerzauber verwenden sollen. Der braucht Zeit, bis er sich gedreht hat. Nein. Oh, verdammt. Neu starten. Oh, jetzt haben wir Probleme. Aha, Mann. Das hat doch so schön geklappt. Wir versuchen es. So, nee. Wir versuchen das mal so. Können wir sie einzeln wegzuspringen? Wir müssen achten, worauf sie hingehen, ne? Der eine hat zumindest gleich Lust, hier auf die hier dran zu gehen, in deren Nähe. Ja, noch ein bisschen näher. Das ist nah genug. So. Wir müssen warten, bis der jetzt irgendwo in der Nähe ist. Ne, warte mal. Der rennt jetzt da hinten hin. Schätzt. Eine Iga. So, der hat wenigstens irgendwie was abgekommen. Naja, jetzt steht er da im Weg natürlich. Aber der ist wenigstens in meiner greifbaren Nähe. Und weg. Weg, 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 weg. Okay, den einen da kann ich schon mal töten. Oh, wir haben ganz schön viel Leben verloren. Also wenn man auf die hier nicht achtet, dann verliert man echt viel. So, aber der ist schon mal tot. Kann ich das erreichen? Perfekt. So, zack. Ordentlich draufhauen und der Deckung. Ah. Der muss es aber auch immer irgendwie übertreiben hier.
Die brauchen ja ein bisschen Rüstung. Deswegen mache ich das jetzt eigentlich. Was eigentlich... Ah, aber nee, warte mal. Die tun wir wieder rein. So, den einen können wir jetzt aber wegsprengen. So, mit diesem Sprengsatz. Zack. Zack. Der überlebt das natürlich. So, wenn er da hinter uns nicht rankommt. Und weg. Weg, 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 weg. Wahnsinniger auf 12 Uhr. So, jetzt ist er Geschichte. Ah, no. Verschont mich. So. Den sprengen, das haben wir nochmal weg. Wir machen hier das noch mal zu Ende, bevor die Zeit oben ist. Nur mal den langsamen Zauber ausrüsten. So. Jetzt hat er wenigstens eine kürzere Reaktionszeit, bis er überhaupt was macht. Zack. 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 Okay. Boah. Der hat's ganz schön in sich. Ja, 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 ja. Sieht ganz gut aus. Perfekt. Jetzt kommen die zwei. Ich habe jetzt keine Stellen, die jetzt drauf gehen. Wenn jetzt rein zufällig doch eine Wäsche neben mir stehen, ich könnte kotzen. Aber nein, so ist es nicht. Och, ihr seid aber süß. Glaubt ihr wirklich, ihr könntet gegen mich gewinnen? Na, 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 na. Okay. Dann nehmen wir noch die Kiste, die wir da hinten gesehen haben. Ihr nehmt nochmal bitte dieses Zeug hier auf. Damit ihr überhaupt eine Rüstung habt. Okay. Und dann hier hinten nochmal was weghauen. Perfekt. Yeah, für dich. So, nochmal die ganzen Kisten. Oh, hier sind Zwerge. Hey, wie sind denn hier Zwerge gestorben? Sie sieht aus, als wurden sie von den Säulen erschlagen. Ja, die finden jetzt alles neue Zeug natürlich. Ja, sollen sie nochmal alles nochmal nehmen. Könnt ihr sonst noch was nehmen? Neue Helme oder sowas? Ja, sie sind wenigstens irgendwie alle fitter. Dann nehmen wir nochmal die da hinten mit. Und 8000? Nee. Also zwei können noch Helme tragen, deswegen nehmen wir die auch noch zwei Stück mal auch nochmal mit. Das Ding kann niemand aufnehmen, okay. Vielleicht eine neue Waffe oder irgendwie sowas. Ja, auf jeden Fall geht das. Ja, jo, jo. Ja, ja, ganz gut. Okay, unsere Braunen sind wieder in einem angemessenen Standard, den ich bevorzuge. Also wenn sie so ausgerüstet in die Schlacht gehen, dann bin ich schon zufrieden. Da ist wieder noch so ein neues Schergen-Dingsbums. Turm-Zurücksetzungsding, ja. Okay. Vier Schergen-Portale und noch so ein Portal kurz hinter dem Portal. Ihr wisst, was das heißt. Bosskampf. Lebensbrunnen, Mana-Brunnen, alles deutet auf den Bosskampf hin. Goldos Festungen sind wir eingedrungen. Aber gegen Goldo kämpfen wir im nächsten Part wieder. Ja, was heißt hier wieder? Wir kämpfen im nächsten Part gegen Goldo. Jo, seid gegrüßt. Okay, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Gebt ein Like oder einen Kommentar, falls es euch gefallen haben sollte. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Overlord Racing Hell. Ade.